Herzlich willkommen, Jungs und Mädels, zu einer weiteren Folge von Life is Strange Before the Storm. Trophäe erhalten. Oh Wunder. Episode 2. Brave New World. Puh. Es war mal wieder eine Episode, die es in sich hatte. Krass. Also war sie nicht irgendeine Affäre oder so? Ist es ihre Mutter? Echt total unwohl gefühlt von Rachels Eltern. Das ging gar nicht. Absolut nicht. Da kam ich mir genauso vor wie auch schon mal zu einigen Zeiten. Also, ich glaube, das Gefühl kennen viele. Und Frank, sein Wohnwagen war aufgeräumt und sauber. Und Pompadour, der war noch so klein. Was der Wahnsinn, ist der gewachsen später hin. Ey, die habe ich in einem Stück jetzt durchgespielt. Müsste jetzt so um die 3 Stunden gebraucht haben. Es waren wieder total gute 3 Stunden und diesmal konnte ich den Controller gar nicht weglegen. Also ich musste es komplett an einem Stück durchziehen. Ist der Hammer. Echt der Hammer. Das Spiel war mal wieder echt super. Ich bin mal auf die nächste Episode gespannt. Mal gucken, wann die kommt. Müsste ja jetzt eigentlich Ende diesen, Anfang nächsten rauskommen. Wenn das stimmt, die wollten die ja immer so in einem 1 bis 2 Monats-Rhythmus veröffentlichen. Warte mal, am Ende August kam die erste raus. Die andere kam am 17. letzten Monats raus, wenn ich mich nicht irre. Was war dann der 7. Ja, müssen jetzt nochmal 2 Monate drauf. Der 7. kommt jetzt noch. Also nächsten Monat. Nächsten Monat müsste eigentlich die dritte rauskommen. Dann gibt es ja dann noch die Sonderepisode, die man ja bei der Deluxe Edition kriegt. Mittlerweile kann man sie ja sogar dazu kaufen. Man kann ein Upgrade irgendwie kaufen und dann kriegt man die Zusatzepisode mit dazu. Was eigentlich vor Release ausgeschlossen wurde, offiziell von den Entwicklern, aber naja, gut. Mir ist auch erstmal egal. Das soll ja zeitgleich mit der dritten rauskommen. Naja, ich bin mal gespannt. Da warten auf jeden Fall noch 2 interessante Episoden auf uns.
So, Jungs und Mädels, sollte euch das Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. Sollte es euch nicht gefallen haben, könnt ihr mir auch gerne ein Dislike geben, aber dann schreibt bitte was in die Kommentare, damit ich weiß, woran es gelegen hat. Und denkt dran, ein Abo oder ein Like tut niemandem weh. In diesem Sinne, bis denn dann.